Meine lieben Gamer-Freunde, herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Es ist dunkel, wir sind aber trotzdem vorbereitet, während Plötze hier durch die Kamera läuft. Wir wollen uns jetzt den Greifen schnappen und reden deswegen jetzt mit Vesemir. Ja? Was ist denn, Wolf? Wegen des Greifs. Ich war mit dem Greifenvertrag beschäftigt. Und? Zeit für die Falle. Ich bin bereit. Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Naja, alchemistisches Rezept, Donner. Das Rezept interessiert mich jetzt. Und da, du besitzt diesen Gegenstand bereits. Das ist doch schön. Erhöht den Angriffswert, das ist noch schöner. Also hier müsste der dann... Da. Ach, dann hat er uns den wahrscheinlich jetzt gerade eben gegeben. Verbrauchen. Ausrüsten. Okay, nee, da behalten wir erstmal das Wasser. Erhöht die Angriffskraft für 30 Sekunden. Warte mal, jetzt haben wir hier Bratapfel. 10 Sekunden Wirkdauer. Regeneriert Vitalität. Wir nehmen erstmal das Brot hier hin. Und dann nehmen wir doch mal den Donner hier unten hin. Okay. Plötze. Oh, dahin rennt er. Unser guter Vesemir. Och Mann, warum funktionierte das nicht so mit dem... Ja, endlich. Ja, genau, unser Kopf gegen das Dach. Und los geht's. Aus dem Weg, ihr Gänse. Jetzt sind wir noch über einen Huhn drüber geritten. Wachen, ihr steht mir im Weg. Wie weit haben wir es eigentlich? Wie weit müssen wir denn reiten? Auch gar nicht weit. So, absteigen. Ein Fluss, goldene Getreidegarten, charmanter Ort. Ideal für einen Hinterhalt. Ich weiß, worauf ich achten muss. Und? Bereit? Fangen wir an. Der Wind steht gut, der Ködergeruch wird sich rasch verteilen. Jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, wir verstecken uns im Schatten dieser Birken. Plötze, komm bitte mit. Sag mal, wenn wir Yennefer finden, was machst du dann? Hast du einen Auftrag im Sinn? Nein, ich gehe nach Kaer Morhen. Bisschen früh für die Winterpause. Der Schnee ist noch weit weg, ja. Das ist ja das Problem. Nilfgaard hat den Ponta im Osten überquert. Sie sind also etwa 7 Tagesmärsche von Kaer Morhen entfernt. Erreichen Sie das Tal, bevor die Pässe eingeschneit sind? Nun, wir müssen unsere Spuren verwischen, unsere Wege vertuschen. Wo wir vom Wintereinbruch reden, meinst du, du kommst dieses Jahr? Vielleicht. Vielleicht mit einem Gast. Ganz nah. Heißen wir ihn herzlich willkommen. Warte, nimm dies. Eine Armbrust? Im Kartenspiel gewonnen, während du durch die Gegend geturnt bist. Könnte noch nützlich werden. Neue Gegenstände halt. Ich dachte, du wärst ein Traditionalist. Gespielt hast du, also sowas. Sieh einer an. Uns Lektionen über Laster halten, aber selber ein Spieler sein. Hör auf zu reden. Wir müssen einen Greif töten. Hör zu, weg. So. Komm runter, du Mistvieh. Jetzt. Vorsicht! Sturzflug! Soll nur herkommen.
Ein Königsgreif. Aber jetzt muss ich mal überlegen, wie wir Inventar. Wo ist jetzt die Armbrust ausgerüstet? Da, Fernkampfwaffe. Aber wie setze ich die denn jetzt ein? Kannst du vergessen. Hey! Das ist ein Spruch von Lethal Weapon. Also bitte. Ein bisschen Feuer. So, jetzt haben wir aber die Kartesche hergestellt und jetzt... Ah, der ist ziemlich geil gemacht, aber eins muss ich jetzt mal kurz... Wartet bitte kurz. Nein. Ich hab... Tut mir echt leid, ich hab vergessen. Schneller Angriff, umschauen, Bewegung, zweimal drücken, Pferd rufen, Hexensinn einsetzen, Schnellzugriffmenü. Spielmenü. Stahlschwert oben kannst du... Okay, hier steht auch nichts hinsichtlich der Armbrust. Freundchen. Wähle die Armbrust mit L aus und aktiviere sie mit X. Geht doch. Ja, habe ich doch. Auswählen. Was? Drücke R1, um eine Armbrustbolzen zu schießen. Ah, Bolzen ist unendlich viele, wie ich gerade sehe. Wow. Okay, und einen Moment. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. So. Ja, ist halt ein Greif, ne? Wählen wir bitte die. Das war ein Sturzflug. Müssen wir gerade nachladen. Treffer. Der hat ordentlich Leben. Jawoll. Ich frage mich nur gerade, warum unsere Vitalität sich nicht erhöht. Aber jetzt haben wir ordentlich einstecken müssen. Das war nicht gut. Jetzt würde ich aber gerne Schutzschild nehmen. Wow, das war knapp. Sind wir zum Glück im richtigen Moment ausgewichen. Komm her, Freundchen. Komm her. Ah, Mist, nicht getroffen. Aber die Hälfte haben wir gleich. Wow. Wir sollten jetzt mal ein Stück Brot essen. Das Schaf steht da immer noch. Ist das geil. Wählen wir nochmal die Kartesche aus. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Komm her. Diesmal treffe ich das Mistvieh. Jawohl. Boah, das war knapp. Ist er jetzt sauer? Wiederauffüllung von Gegenständen. Öle, Bomben und Tränke werden bei Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Ist klar. Um deine Vorräte wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen aller deiner alchemistischen Gegenstände verwendet. Lass ihn nicht entwischen! Verdammt, das... Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Nicht schon wieder.
Wenn du deinen Hexensinn einsetzt, siehst du nicht nur besser, sondern hörst auch besser. Halte L2 gedrückt, um deine Sinne zu schärfen, den Ursprung entfernte Geräusche zu... Das darf doch nicht wahr sein, jetzt verschwindet das Mistvieh. Plötze. Wo ist denn Plötze jetzt schon wieder? Da hinten. Plötze. Aufsteigen. Nix mit langsam. Wir haben noch keine Zeit. Kannst du da rüber springen? Schneller. Dankeschön. Oh, hier komme ich auch nicht hoch. Blutet. Wird bald schwächer. Ach, da. Komm her. Runde von Plötze. Wow, das war knapp. Wow, nein, ich will jetzt nicht drauf gehen. Nein, das darf nicht wahr sein. Komm, essen. Komm, nachladen. Wow. Schutzschild. Verdammt. Aber er kommt zurück. Wow, 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 wow. Willkommen. Hä? Ich dachte, wir hätten... Ach, verdammt. Das war mein Fehler. Ich dachte, wir hätten mehr solcher Bomben gehabt. Hoppala. Und jetzt mal wieder hier zuschlagen. Nehmen wir gleich noch einen Trank zu uns. Mist. Wodurch unsere Schläge ein bisschen effektiver werden. Gleich haben wir ihn. Jetzt noch ein bisschen drauf einprügeln. Und jetzt holen wir uns. Die Grande Finale. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch wenn du noch dies und das verfeinern könntest. Man lernt nie aus. Ja, zum Beispiel. Das würde mich interessieren. Was meint er denn? Zum Beispiel? Der vertikale Aufwärtsstreich. Zu offensichtlich. Später mehr dazu. Bring den Schwarzen den Greifenkopf. Ich mach die Pferde bereit. Treffen wir uns in der Herberge. Ich schieb mich nicht weg. Aufnehmen. Greifenfedern. Greifenei. Greifenmutagen. Du hast das Mutagen gefunden. Verwende es, um deine Fertigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen-Absud herzustellen. Öffne das Charakterfenster, um mehr zu erfahren. Die Greifentrophäe. Sehr, sehr geil. Aber letzten Endes, der Kopf ist ab. Letzten Endes... Ach, der hängt da sogar. Sorry, aber das ist witzig. So, Charakter. Positioniere Mutagene auf den entsprechenden Plätzen, um einen Bonus auf deine Charakterwerte zu erhalten. Wähle den Filter Mutagene aus. So. Wähle ein Mutagen aus und positioniere es auf dem angezeigten Platz. Yeah, ja, will ich doch machen. Sein Mutagen aktiviert, gewährt es Boni auf deine Charakterwerte. Vitalität plus 50, das ist gut. Vitalität plus 100. Sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere ein Mutagen auf einem Feld mit mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. Passt eine Fertigkeit nicht zur Farbe des Mutagens in seinem Feld, erhöht sie auch nicht den Bonus des Mutagens. Die Erhöhung durch andere passende Fertigkeiten in diesem Mutagenfeld bleibt bestehen. Krass, je mehr Fertigkeiten sich in einem Feld befinden,
die zur Farbe des Mutagens auf diesem Feld passen, desto größer fällt der Bonus des Mutagens aus. Jede passende Fertigkeit erhöht den Bonus um 100%. Mutagene können auch dazu verwendet werden, mächtige Tränke herzustellen, die als Mutagen-Absurde bezeichnet werden. Freunde der Sonne, was passiert hier alles? Sonne und Sterne. Wieso ist denn hier nichts weiteres Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wir hatten doch hier... Aktivieren. Wir haben leider gerade nichts Grünes. Das müssen wir halt dann noch ändern. Aber die Vitalität ist so schon mal plus 50. Gut. Plötze. Wie ging's dir dabei? Weiter so, Plötze. Weiter so, Plötze. Der hat gar nicht angefangen, du. Ah. Plötze will schon wieder springen. Wo müssen wir den jetzt hin? Wir wollen uns ja da genau in der Herberge treffen. Was ist denn das? Ort der Macht? Den hat man schon, oder? Diesen Ort der Macht? Das hätte man ja nicht entdeckt. Das ist doch da, wo das Nest sowieso war, oder? Langsamer. Ach ja, was ich in dieser Folge noch nicht gesagt habe. Schaut es euch an, das sieht so geil aus, einfach nur. Ganz ruhig. Was denn los? Langsam. Was drehst du so am Rad, Plötze? Was ist denn plötzlich los mit dir? Halte ich jetzt richtig? Ich möchte trotzdem mal ganz kurz hoch zu diesem Ort. Plötze. Ah, doch, hier sind wir schon mal lang geritten. Stimmt. Ist der Gegner jetzt immer noch zu schwer für uns? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Halt! Wow. Wow. Freundchen. 7. Eine 7. Natürlich. Pferdepanik. Ah, cool. Eine 7. Natürlich. Mach mal locker. Das ist doch wohl ein Knall. Müssen wir uns da wohl noch ein bisschen gedulden. Okay. Dann machen wir halt großen Bogen drumrum. Ganz einfach. So. Aber ich dächte, eine 7 gelesen zu haben. Aus dem Weg. Los, lauf! Oh, ich bin so begeistert. Schaut euch auch das Wasser an. Ich könnte die ganze Zeit davon nur schwärmen. Diese Wolfsbrut schnappen wir uns auch noch irgendwann. Nicht jetzt. Erstmal bringen wir jetzt die Kunde, dass der Greif tot ist. Die müssen immer noch ihre Liegestütze machen. Zack. So. Grüße. Schon von der Freiheit-Brigade gehört. Mir egal. Deinesgleichen hat dort gedient. Was zum Teufel ist das? Roggen. Hältst du mich für blind oder blöd? Dieses Getreide ist verdorben. Das wusste ich nicht. Für blöd also? Verdammt, ihr lernt es nie. Militärkodex Artikel 2 Abschnitt 3. Auf die Lieferung schadhafter Güter stehen 15 Knutenhiebe. So soll es sein. Nein, bei den Göttern, nein! Was? Ich habe den Greif getötet. Kein freundlicher Hauptmann. Kein freundlicher Hauptmann mehr? Du hast die freundliche Maske also fallen lassen. Das war keine Maske. Ich habe die Hand ausgestreckt. Diese Leute haben drauf gespuckt. Vielleicht, weil sie das Schwert hielt, mit dem ihre Lieben getötet wurden? Ein Moralist. Und was hättest du an meiner Stelle getan? Ich hätte nie an deiner Stelle gestanden. Sag mir, was du hier willst. Na, was denn wohl? Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Wo ist Jennifer hin? Nach Vysima. Dann war sie die ganze Zeit nur eine Tagesreise entfernt. Vor meiner Nase. Das hättest du gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber dann hättest du den Greif nicht getötet. Wie du mir. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Dieses Gold gehört dir. Damit du nicht sagst, du wärst unzureichend entlohnt worden.
Zeit für Entscheidung. Einige Dialoge erfordern schnelle Entscheidungen. Wähle deine Antwort aus, bevor die Zeit abläuft. Cool, wie schnell geht denn das? Okay, wir lehnen das Geld ab. Ich habe das letzten Endes jetzt nicht für 500 Erfahrungspunkte. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Der steht immer noch da, wie doof. Das würde mich jetzt trotzdem mal kurz interessieren. Also ich bin jetzt hier nicht foltergeil. Mich würde nur interessieren, wo das ist und was... Ja, aber sieht man nicht, man hört es einfach nur. Keine Ahnung, ich find's nicht. Nee, aber kurz zu der Entscheidung. Das mit dem Greifen, nee, ich kann sein Geld nicht annehmen. Das haben wir letzten Endes auch nicht für ihn gemacht. Also auf eine gewisse Art und Weise, natürlich haben wir es für ihn gemacht, aber wir haben damit auch den Menschen in der Umgebung geholfen und wir haben Informationen über Yennefer erhalten. Aufsitzplätze, was machst du da? Schämst du dich? Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr, was ihr gemacht hättet und warum. Das würde mich echt interessieren. So. Reiten wir mal zurück, wa? Ihr schreibt es einfach mal in die Kommentare, wäre sehr interessant zu wissen. Ja, nein und dann noch ein Warum dazu, bitte. So. Jetzt reiten wir mal hier an der Küste lang. Auf der Seite. Küste. Ist ja keine Küste, Uferseite. Ja. Und die Brücke. So. 20.32 Uhr. Die Sonne zeigt noch den letzten Rest von sich, bevor sie schlafen geht. Ist der Mond schon irgendwo zu sehen? Ne, irgendwie nicht. Hallo Plötze. Huhu. Guten Tag. Heya. Heya. Heya, heya. Lala. Du, 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 du. Wir reiten hier lang. Da, 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 da. Den Leuten wird Angst und Bang. Da, 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 da. Denn wir schreien heya, heya. Da, 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 da. Auf langen Reisen muss man immer mal ein Liedchen auf den Lippen haben. So. Hier rum. Jetzt noch hier links. Dann müssen wir doch gleich da sein. Theoretisch. So. Absteigen. Aber wir haben den Greifenkopf immer noch bei uns. Was können wir jetzt damit machen? Tragen wir den jetzt die ganze Zeit bei uns, oder wie? Yennefer ist in Vysima. Da wohnen ein paar Freunde und... Stimmt was nicht? Sieh dich um. Es braut sich was zusammen. Dann ist es Zeit zu gehen. Wer ist das? Wer ist das? Patrioten. Trinken die siebte Runde für Temerien. Und die Fäuste jucken langsam. Ich sehe gar keine Nilfgaarder. Sie finden einen anderen Feind. Ich kaufe etwas Proviant, dann brechen wir auf. Geralt, wir sollten uns raushalten. Nur dieses eine Mal. Was ist mit den Lilien passiert? Abgehängt. Abgehängt? Für eine goldene Sonne? Ich kann keine temerischen Farben zeigen. Sie brennen sonst die Taverne nieder. Vielleicht stimmt es, was man sagt, dass du die Kaiserlichen magst, dass du Nilfgaards Hure bist. Ich lass das durchgehen, Lidka. Ich weiß, du bist außer dir vor Leid. Nichts weißt du. Sie haben meine Schwester aus dem Kloster gezerrt und aufgehängt. Haben gesagt, Nilfgaard sei kein Ort für Aberglaube, dass sie keine Götter fürchteten. Und du? Fürchtest du die Götter? Ohne Anni wäre dein Kind an seiner Nabelschnur erstickt. Du schuldest deinen Sohn Lass der Hilfe los. Meiner Schwester. Und du fürchtest den Zorn der Götter nicht? Hörst du nicht, du Fotze? Lass mich los!
Kennt ihr dieses Medaillon? Ihr wisst, was es heißt. Zurück! Alles klar. Hexer sollen angeblich unsere Kinder stehlen. Stimmt das? Was hat der Kaiser euch Mutanten versprochen? Ein eigenes Land, wie einst den Elfen? Raus hier, allesamt! Wir gehen nirgendwo hin. Ihr ebenfalls nicht. Die geben nicht nach. Das sehe ich. Lass uns los! Schon gut. Es ist vorbei. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Sein Gesicht. Götter, erbarmt euch. Verschwindet und kommt nie wieder. So viel zum Thema raushalten. Na los, gehen wir. Die Schlägerei haben wir nicht angefangen. Nichts als Ausreden. Du hast dich kein bisschen verändert. Jen? Wie? Ich hörte von einem Hexer in Weißgarten. Ich wusste, dass du das bist und mich suchst. Ich hätte warten können, bis du mich findest. Aber du kennst mich. Geduld war nie meine Stärke. Es ist schön, dich zu sehen, Geralt. Ich würde dich sogar umarmen, wenn du nicht so blutbeschmiert wärst. Tut mir leid. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Um ehrlich zu sein, so habe ich mir unser Wiedersehen nicht vorgestellt. Wie denn sonst? Er hätte keine nilfgaardische Eskorte erwartet. Versteh mich nicht falsch, Yennefer. Ich bin froh, dich zu sehen, aber ich finde, du bist uns eine Erklärung schuldig. Die sollt ihr kriegen. In Vysimar. Mach die Pferde bereit. Warum Vysimar? Hier können wir reden. In der Nähe sind ein paar hübsche Obstgärten. In voller Blüte. Man riecht die Leichen fast gar nicht. Verlockender Vorschlag. Leider muss ich ablehnen. In Vysimar erwartet dich nämlich jemand, der nicht gerne wartet. Kaiser Emhyr war Emrys, oder für die Vertrauteren die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Zu denen gehöre ich wohl nicht. Soweit ich mich entsinne, wollte er mich bei unserem letzten Treffen umbringen. Tja, jetzt will er dir ein Angebot machen. Die Sorte, die man nicht ablehnen kann? Ich habe es nicht abgelehnt, obwohl ich gekonnt hätte. Ich kann es mir mal anhören, was er dir wohl geboten hat. Muss ja ein verdammt tolles Angebot gewesen sein. Es gibt nicht viele Dinge, für die du deine Freiheit aufgeben würdest. Und noch weniger Leute. Je eher wir aufbrechen, desto schneller erfährst du es. Was ist mit dir? Ich reite in die andere Richtung. Irgendwie bezweifle ich, dass die Einladung des Kaisers auch mir gilt. Außerdem habe ich in Kaer Morhen zu tun, weißt du noch? Ja, ich erinnere mich. Danke für deine Hilfe, Vysimir. Und bis bald. Wie ist dein Pferd? Schnell? Kann nicht klagen. Warum fragst du? Ich wäre gerne hinter dicken Stadtmauern, so schnell wie möglich.
Weißt du, ich habe neulich von dir geträumt. Ein schmutziger Traum, wie ich dich kenne. Zuerst schon, aber dann... Was dann? Los jetzt! Wir haben die... Wir reden morgen darüber, in Ordnung? Nach der Audienz.